Black Panther is a culmination, and it definitely is a change. I feel now that, oh, people are like, oh, wait. I thought, some people thought that might have just been a fluke or a trend. Mm-hmm. Whereas I think what people are realizing now is that, oh, wow, there is a wealth of and a market. There's a wealth and there's a market of stories here. Mm-hmm. And when you leave out a great part of what has made this nation, you know, all of the contributions, you're also leaving out a lot of great stories. Yeah. There are a lot of really, really cool mm-hmm. things that could be, you know, learned and loved by an audience. And people are starting to realize, like, oh man, I didn't even know that existed. Das war jetzt also das Variety-Video zum Tode von Chadwick Boseman und dazu würde ich jetzt auch noch gerne ein paar Worte verlieren. Ich habe Black Panther gesehen 2018 zum 18. Geburtstag von einem Freund im Kino. Und ja, deswegen schon mal der Film eine besondere Bedeutung für mich. Und was bei Chadwick Boseman jetzt im Nachklang halt wirklich noch sehr beeindruckend ist, das muss man sagen, stand ja auch jetzt in dem Video, seit 4 Jahren war der Krebs bei ihm diagnostiziert und trotzdem hat er da alles gedreht. Also derzeit hat er Black Panther gedreht, Infinity War und auch Endgame. Und das ist auf alle Fälle sehr beeindruckend, muss man sagen. Und bestimmt wird es jetzt auch wieder natürlich Kommentare geben unter irgendwelchen Videos von wegen, ja, es ist jetzt ein Schauspieler gestorben, bla bla bla, jeden Tag sterben Menschen. Was natürlich vom Grundding auch vollkommen richtig ist, aber man muss, glaube ich, auch sehen, und gerade bei Franchises wie Marvel, wie Star Wars und so weiter, das sind halt im Endeffekt, sind halt Filme im Endeffekt doch manchmal mehr als nur Unterhaltung. Beispielsweise das Ganze, was ich hier auf meinem Kanal mache, mit Lego Star Wars, Lego Harry Potter, alles Franchises, und das ist so ein großes Ding. Es gibt tausende von Leuten, die jedes Jahr zu irgendwelchen Conventions fahren, um diese Leute zu sehen und irgendwie das Feeling von ihrem Franchise zu haben. Also es, ja, im Endeffekt ist es nur ein Film, aber es gibt halt ganz vielen Leuten ganz, ganz viel, beispielsweise auch M&R Productions, der lebt von Star Wars, von einem Franchise. Und ja, das ist halt natürlich eine besondere Sache. Und gerade bei Chadwick Boseman ja die Sache noch besonders als erster schwarzer Superheld überhaupt bei Marvel, war ja die Sache noch besonders. Und er hat ja auch in vielen Interviews nach dem Film noch gesagt, wie viele Kinder und so weiter oder ja, so zu ihm gekommen sind und gesagt haben, wie sehr sie dieser Film Black Panther inspiriert hat. Und er hat auch noch andere Sachen gemacht, außer Black Panther, wie ihr ja gerade auch in dem Variety-Video gesehen habt. Und ja, deswegen natürlich gerade in dem jungen Alter natürlich sehr tragisch, dass der jetzt von uns gegangen ist. Er hatte bestimmt noch eine große Zukunft gehabt. Das waren aber jetzt nur ganz kurz meine Gedanken noch einmal dazu.
Eigentlich sollte heute die Review zum AAT kommen, aber das war so, also ich wollte gerade anfangen zu drehen, dann habe ich die Nachricht gesehen auf meinem PC und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann, ja. Ich will euch ja immer in den Videos eine positive Energie rüberbringen und das hätte ich dann einfach nicht geschafft dann in diesem Video. Ja, wie gesagt, das waren jetzt meine Gedanken dazu. Ja, wirklich eine traurige Nachricht. Eine weitere traurige Nachricht im Jahr 2020 und ja, das war's dann von mir. Bleibt in den Kommentaren bitte natürlich anständig, weil ansonsten natürlich wünsche ich euch einen ganz angenehmen Tag und Peace. In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and Bast and Sekhmet. They lead you into the green veld where